Hallo, hallo, ha hallo, fast hingefallener blöde Matte. Hallo, 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 hallo. Und ein fröhliches Hallo von Hallo. mir. Hallo, Andrea. Hallo, lieber Ralf. Hallo, Timo. Von Timo habe ich heute nichts bekommen. Schwächelt ein bisschen der Kamerad. Ich habe aber von Hallo, Patrick, Hallo, Mike. Die haben mir per WhatsApp wieder, das kann man ja nachher machen, meine Nummer, ne? Also, hallo Mike, hallo Patrick, hallo Anna wahrscheinlich, hallo Francesco, hallo Matze vielleicht, Und Hardy. hallo Hadi, wen haben wir noch? Ja, sonst hat sich ja noch keiner mit Namen gemeldet, nicht? Nee, Vielleicht nicht. noch der Schwiegersohn Hier, von hallo Timo. Geisterfahrer 22, oder der hat mich abonniert. Ich habe ihn natürlich auch gleich abonniert. Geisterfahrer 22 kommt aus der Schiene von Patrick wahrscheinlich, weil der auch in hier, wie heißt das, in diesem Paintball. Gruppen ist. Ist das Paintball oder heißt das auch noch anders? Die machen noch was Paintball und Ich hier. glaube, das ist schon Paintball. Aber irgendwie Da sowas. gibt es noch einen Unterschied irgendwie. Paintball ist irgendwie für die und dann gibt es noch diese, die Hardcore-Version. Das ist dann der Patrick und seine Gemeinde. Der mich ja fleißig promotet. Sehr schön. Was haben wir heute auf dem Zettel? Da, da, da. Ich habe ein neues Lied. Haben wir vorhin im Auto. Andrea wusste nicht, wer das ist. Persego. Lu, das sollst du doch nicht sagen. Dann brauche ich es auch nicht mehr singen. Oh mein Gott. So, wir haben heute nicht so viele verschiedene Themen eigentlich. Wir haben ein großes Thema. Und dann kommt natürlich die Nummer und dann der Geburtstag wahrscheinlich, ne? Das wäre so der Das wäre Oberablauf. jetzt so der rote Faden für diese Ja, Sendung ja. heute. Die geht auch nicht so lange, denn keine Angst. Man weiß es Wir nicht sind noch ein genau. bisschen früher als sonst, weil wir heute nicht beim. Was ist denn da draußen schon wieder los? Das klang nach einer Vollbremsung. Ach, es ist hier so scheiße, wir müssen hier weg. Wo war ich? Faden verloren. Wir haben heute ein großes Thema. Ein großes, kleine Sachen, Zahlen, Nummer. Nee, das große Thema, mit dem du einsteigen Ach so, wolltest. wir waren heute nicht beim Italiener, habe ich Achso, wir waren nicht gesagt. beim Zum Italiener, ersten Mal sorry. seit Wochen nicht. In weiser Voraussicht haben die alle abgesagt und wir waren dann Mittwoch da. Und heute ist das Wetter ja auch mehr so ein bisschen beschämt. Aber kalt ist es nicht, ne? Man hätte draußen sitzen können. Ja, hätte man. Naja, egal. Aber vielleicht sitzen wir ja morgen draußen. Hätte, hätte, Hätte. Herrentoilette. Ja. Wir kommen jetzt zu unserem neuen. Mein kleines Thema, was ich vorbereitet habe, das ist von letzter Woche. Ich pack mal hier. Ich bin sehr stolz auf diesen kleinen. Ich habe hier so einen Button konfiguriert. Ich drücke hier auf die 9, Kinder, und dann passt mal auf. Ist das geil? Wir haben heute das Hundekacke geht. Warte, ich drücke nochmal auf, weil ich das so geil finde. So, da wir jetzt in einer Generation leben, wo man auch mit einfacher Sprache den Leuten irgendwie immer was erklären muss, wieso denn Hundekacke geht, verstehe ich nicht. Das gab ja auch das Pimmelgeht, erinnert ihr euch an, ne? Andi, du bist eins Pimmel. Das war das Pimmelgeht. Und dann gab es ganz am Anfang, gab es 72, 1972, am 17. Juni, gab es das Watergate. Wo Nixon irgendwie gefallen ist, weil die da irgendwo eingebrochen haben und haben irgendwelche Unterlagen. Also deshalb geht. Gefallen ist er ja nicht. Ne? Ist er nicht tot gewesen, deswegen. Nein, nein, aber der ist gestürzt. Ist der, Ja, muss er seine gestürzt, ja. Präsidentschaft. Was habe ich heute im Glas? Prost, den billigen Jack Daniels von der Metro. Immer noch. 12,49 oder wie viel der auch gekostet hat. Also, wir machen heute das Pimmel. Hundekacke geht. Ist jetzt zu erklären. Hundekacke geht. Ist eigentlich ganz witzig. Prost. Prost. Ich zeige euch mal ein Bild. So, das ist unsere Garagenauffahrt. Wie ihr da sehen könnt, das Auto links, das ist bündig da mit dem Baum, mit dem Freiraum von dem Baum, wo dann noch Wasser bekommt, der parkt eigentlich richtig. Ja, Ja, der darf das da kannst du tatsächlich durchgehen. stehen, weil unsere Ausfahrt wäre eigentlich geradeaus, aber da steht dieser Baum. Deshalb haben sie diese Auffahrt so schräg gebaut. Ihr seht ja auch hier die andere Pflasterung da auf der rechten Seite. Da ist eigentlich unsere Ausfahrt. Sieht keiner, die steht immer so da. Das heißt, manchmal kommst du da gar nicht. Also wenn ich von unten links komme und hier rechts einbiegen will, das geht überhaupt nicht. Ich muss immer einen Umweg fahren und muss von oben reinfahren, damit ich hier links überhaupt diese Kurve bekomme, dass ich bei uns in die Auffahrt komme. Und da sind wir schon, ach, wir haben schon abgeschleppt und hast nicht gesehen.
Und wir hätten gerne so einen Poller da rechts, wo jetzt der rechte schwarze Wagen steht. Da müsste eigentlich ein Poller oder sowas hin. Vielleicht weiß ja jemand, wo man das beantragen kann. Ich habe es noch nicht rausbekommen. Irgendwie Städtebau oder wer macht sowas? Macht das vielleicht auch der Andi? Du bist eins Pimmel. Macht der sowas? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Okay, das ist also unsere Auffahrt. So. Und dann hast du gehört, da ist irgendwas passiert. Ja, da war dann ist über. Warte, ich mach das Bild mal weg, damit wir uns wieder sehen können. Ja. 4 Tage lang über das letzte vergangene Wochenende hat Ey, will mal dort ruhig. ein rotes Auto gestanden und ein Viertel dieses Autos stand eben auf der Auffahrt. Und wenn man hätte rausfahren wollen, dann muss man entweder ein kleines Auto haben oder einen kleinen Wendekreis. Und dann gab es eine wahrscheinlich Garagennutzerin, Ah, oh, dann mache ich erstmal ich mache mal diesen Text an und dann kannst du ja weiter erzählen. die Garagennutzerin hat dann über 4 Tage Warte. immer die Scheibenwischer hochgestellt vorne und hinten und Ja. ist wohl dabei beobachtet worden. Und am Montag, Das ist ja. nachdem sich alle geärgert haben, ist nachts jemand mit seinem Hund spazieren gegangen. Anscheinend. Oder er hat auch Anscheinend. Hundekacke aufgesammelt, die auf der Straße Vielleicht lag. hat er auch Hundekacke oder vielleicht war es auch gar keine, sondern seine eigene. Vielleicht war es auch Egal, es Menschenkacke. war auf jeden Fall Kot und hat einen Esslöffel Kot in etwa auf der Windschutzscheibe auf der Fahrerseite Woher weißt du, dass es verteilt. ein Esslöffel war? Ich schätze mal, das war nicht viel. Ne? Nein, das war bestimmt nicht viel. Ja, und dann kam am nächsten Tag dieser Brief, den du da ja wahrscheinlich eingescannt hast. Den blende ich jetzt mal rein. Den hat jemand an die Garage geheftet. So, da steht jetzt kurze Info für den Nutzer dieser Garage, der am Wochenende zur Maßregelung. Ich hatte mit einem Rad in ihre Einfahrt geparkt. Ich dachte immer erst, als ich das gelesen habe, mit einem Fahrrad. Mit einem Einrad. Also mit einem Rad. Nein, er meinte, er hat ein Rad von seinem Auto hätte bei uns, zum Glück sind wir nicht die einzigen User dieser Garage, hat er da geparkt. Immer wieder die Scheibenwischer meines Autos hochgeklappt und meine Windschutzscheibe mit Hundekacke beschmiert hat. Wer macht denn sowas? Ja, und woher weiß er, dass es Hundekacke ist? Ja, und na gut, sie hätten vielleicht nicht die Kacke ihres eigenen Hundes nehmen sollen. Und woher weiß er das? Woher weiß er das, dass das die Kacke des eigenen Hundes der Person war, die das überhaupt gemacht hat? Es kann ja auch jemand gewesen sein, der da besoffen vorbeigelaufen ist und der ist in Hundekacke getreten, weil das liegt ja auch ab und zu Hundekacke rum, immer noch. Und hat dann das von seinem Schuh abgekratzt und auf den Wagen Der kann geschmiert. doch Weil nicht der Wagen wissen. auch nicht nur bei uns im Weg stand, sondern der steht auch so weit auf dem Bürgersteig drauf, dass die Mütter mit ihren Lastenfahrrädern, die ja irgendwie karawanenmäßig hoch und runter fahren, auf dem Bürgersteig, weil wir Kopfsteinpflaster haben, ist ja bequemer dann auf dem Bürgersteig zu fahren. Also stand der so weit, dass sie da nicht mehr durchkam. Vielleicht war es auch Kinderkacke von einer militanten Lastkraftwagen-Mutti. Kann das sein? Es könnte alles sein. Es könnte auch vom Außerirdischen gewesen Es sein. könnte auch Schokolade gewesen sein. Ich weiß ja nicht, ob er es probiert hat. Naja, das engt den Kreis der möglichen Täter nämlich recht ein. Also es gibt 3 Garagennutzer, die Hunde haben. Es gibt 500. Nein, es gibt ja auch in dieser. Es geht ja gar nicht darum, das kann ja jeder gewesen sein. Natürlich. Und vielleicht achten Sie beim nächsten Mal wieder darauf, dass sie wirklich keiner dabei sieht. Ich vermute immer noch, dass der Schreiber, die Schreiberin Eine Frau. alt ist, auf jeden Fall. Das glaube Und ich. eigentlich noch mit Schreibmaschine schreibt. Oder mit. Ja. Blablabla. Hat dieses Mal leider nicht geklappt. Eine Zeugin hat mich schon informiert. Achso, ich bin da gar nicht zu sehen, brauche ich keine Grimassen machen. Wenn Sie sich bis Ende der Woche nicht selbst bei der Polizei gemeldet haben, erstatte ich Anzeige gegen Sie. Wegen was? Wegen was und welche Grundlage? Kommen die jetzt mit dem SEK oder kommen die vielleicht als mit Forensikern, die DNA, aber selbst wenn das jetzt die Hundekacke von einem hier aus dem Haus sein sollte, die kann auch jemand wieder entweder aus dem Mülleimer geholt haben und daran, also es gibt keine. Und warum sollte sich die Person, die das gemacht hat, selbst anzeigen, wenn die Person, die diesen Zettel geschrieben hat, jetzt dann die Anzeige, dann brauche ich ja nicht zur Polizei gehen und mich selbst anzeigen, Und oder? vor allem wegen was? Es ist keine Ja, Sachbeschädigung. doch, es ist schon irgendwas ist das. Es ist Beschmutzung, ja. Deswegen kannst Keine du. Ahnung, also Nein, es ist irgendwas, keine Sachbeschädigung. sag mich schon, wahrscheinlich nicht, ne? Muss vielleicht eine Autowäsche, aber es geht uns ja nichts an, wir waren es ja Wir nicht. waren es ja nicht. Wir waren es leider nicht. Ich mache nämlich andere Sachen, aber die darf ich hier nicht sagen. Weil, wenn das dann mal wieder so weit ist, dann habe ich mich ja jetzt hier selbst geoutet.
Also Ja, ich. und dieser Halter dieses Wagens, der das geschrieben hat, der hat das ja über 4 Tage, ich meine, der wusste ja, was er falsch macht. Ja, aber es hat mich ja nicht interessiert. Ja. Ich würde aber auch Angst haben, wenn ich der wäre oder die und mich hier anlegen mit irgendwelchen Leuten. Wenn du jemanden anzeigst, bekommst du immer die Adresse bzw. den Namen von dem, der dich angezeigt hat. Und wir kennen ja das Auto oder die Person, die die Kacke da auf die Windschutzscheibe gespielt hat, kennt ja das Auto. Ich glaube, dann würde der irgendwie jede Nacht platte Reifen haben oder irgendwas. Also ich weiß ja nicht, du weißt es auch nicht, aber die Person, die ja irgendwie so militant die Hundekacke, die wird natürlich dann, aber wenn die nicht angezeigt wird, weil man sie nicht rausbekommt, ich Also weiß es ich nicht. feiere die Person. Ich finde das auch gut. Aber wie gesagt, ich mache andere Sachen, wenn ich dann, ich habe mir mal eine Steinschleuder gekauft mit Eisenkugeln. Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber Flora hat mir heute erzählt, dass ihre Stiefmutter, die leider nicht mehr da ist, die hatte immer irgendwie so eine, weil du gerade sagst, Steinschleuder, die hatte immer irgendwie einen Kohlkopf oder einen Stein was in ihrer Einkaufstüte. Und wenn jemand ihr in den Weg kam oder nicht aus dem Weg ging, dann hat sie dem immer diese Tüte vor das Schienbein gehauen. Finde ich auch sehr schön. Ich drücke nochmal die 9, denn da war es das mit dem Hundekacke geht. Ist das geil? Lass Hundekacke So, was habe ich noch für dich? Für euch? Ja, Herr Scholz hat wieder keine Erinnerung. Der kann sich jetzt nicht mal mehr irgendwie an die Inhalte der Gespräche erinnern, sondern unser lieber Kanzler. Der kann sich nicht mal mehr daran erinnern, dass diese Gespräche stattgefunden haben. Das ist nochmal eine Steigerung. Deshalb bin ich eigentlich der Meinung, man müsste ihn mal langsam untersuchen, ob da noch alles im Kopf richtig ist. Der vergisst ja alles Mögliche. Der hat Demenz, Alzheimer zusammen. Ich habe leider das Bild nicht mehr. Ich habe mir mal ein Bild gehabt, da war Gerhard Schröder, saß irgendwie Sekt trinkend in einem Stuhl und lächelnd. Und die Unterschrift des Bildes war: Wenn du bemerkst, dass du nur noch der zweitbeschissenste Kanzler Deutschlands bist. Das hat er jetzt erreicht, ne? Der Scholz, der Verbrecher. Na, das ist Darf ich aber das der sagen? Ja, ich darf ich beschissenste, sagen. der schwersten Platz. Ja, das ist der Schlimmste der Welt. Okay, wir kommen zu unserer eigentlichen Geschichte. Achso, ja, genau. Jetzt kommt hier WhatsApp gucken. Ihr wisst schon, dass man WhatsApp auf dem Computer aufmachen kann, ne? Das ist eigentlich ganz toll. Und das Handy muss nicht mal mit dem Computer verbunden sein. Der Patrick oder der Patrick, der nimmt die 4, der Mike, der nimmt die 7. Dann nehme Die ich die 4. zwei. Du nimmst die 2. Okay. Dann fangen wir an mit dem bösen Filter, ne? Der böse Filter. Der böse Filter. Dann kommt die böse Stimme. Und dann kommt der Space Sound Background Miami Vice 2022 Draft Show Background. Today is. Oh, Ah. Today is. 19. Here we go for today's number. Today is August 19. 2022. 10 balls. Es sind auch wirklich 10 balls. Each ball has a number. Numbers are 1 through 10. Jetzt kommt das Beste. The numbers. Pick a number. Today's number is Ich habe gewonnen. Hast du 2 gesagt? Ja. Oh, warte, ich hab hier extra was vorbereitet. Ich finde den Button jetzt nicht. Da, die 5. Du hast die Platte gewonnen von Prince. Okay, hab ich das schon. Ja. Wenn du, warte, ich mach mal hier, blabla, hier den Space Sound weg. Ein bisschen durcheinander heute, ne? Ich bin so aufgeregt. Space Sound weg, komische Stimme. Stimme weg und den lustigen Filter weg schließen. Du hast zum ersten Mal Ja. nach 50 Sendungen Ja. haben wir einen Gewinner. Da es aber in-house ist, bleibt die Verlosung der Prinz LP noch offen. Was machen wir denn, wenn 2 Leute das gewinnen? Dann kriegt der mir zuerst eine E-Mail schreibt. Ja. Oder irgendwas. Ja. Prost. Prost. Oder was?
Ist das warm, ne? Ist das ekelhaft warm schon wieder? Ja, das ist furchtbar. Ich will das auch nicht mehr. Ich möchte keinen Sommer mehr. Was haben wir sonst? Oh! Kermit. Guck, das Grün kann man nicht sehen, weil das Grün... Der ist eigentlich grün. Aber da der Greenscreen auch grün ist, wie der Name schon sagt, erscheint der Kermit hier so ein bisschen... Müsste eigentlich durchsichtig sein. Ja, ist er auch. Guck, Kermit ist durchsichtig. Das siehst du den Vorhang. Also Kermit mit Kamera. Mit Filmkamera. Auch von 1930 wahrscheinlich. Irgendwie. Könnt ihr kaufen bei mir, Gebote über Andrea, meine Managerin. Jetzt haben wir noch den Geburtstag. The Birthday Man. Akzeptieren. Wer hat Sarah ermordet? Wer hat heute Geburtstag? Promi-Geburtstag. Wer hat heute Geburtstag? Akzeptieren. Heute hat Geburtstag. Kenne ich nicht. Nie gehört. Was denn? Guido Kranz. Von, verstehen Sie, Dings, irgendwas? Kanz. Der ist tatsächlich 51, noch jünger als ich. Danke. Jonathan Frakes. Seltsam, aber so schön ist geschrieben, welche Geschichte es war. Diese Geschichte hat sich in den frühen 30er Jahren irgendwo auf der Welt ereignet. Wir haben da Belege für. Bill Clinton. Blow Clinton ist 76. Und Jonathan Frakes ist 70. Die sind alle schon so alt. Ich dachte, der wäre noch älter. Noch älter? Ja, der war doch damals. Viel älter geht es ja gar nicht mehr. Oh, Gene Roddenberry ist aber schon tot. Der Schöpfer der Star Trek. Der wäre geworden, nee, der starb mit 70. Oh. Letztes Jahr. Also wäre er jetzt 71, meiner Rechnung nach. Coco Chanel. Die starb mit 87. Die hat heute auch Geburtstag. Die starb wann? Steht hier nicht. Ja, das war's. Mike hat morgen Geburtstag. Oh, mein lieber Arbeit. Nicht vorher gratuliert. Nein, ich wollte es nur sagen. Mike hat morgen Geburtstag. Ich werde jetzt seine Telefonnummer hier unten einblenden und dann können ihn alle anrufen. Haben wir noch was Schönes? Ach doch, heute ist Tag der Fotografie. Ja, das stimmt. Heute ist der Tag der Fotografie. Mm. Und was macht man am Tag der Fotografie? Kauft sich eine Kamera. Man kauft sich eine Kamera. Gibst du mal bei dir den Karton? Ja. Aber du musst ja auch erzählen, dass wir dann gestern mit deinem Navi anderthalb Stunden gebraucht haben. Nee, das mit der Navi-Geschichte, das ist mir auch schon wieder zu peinlich. Wir haben heute gekauft das D850 Kit. Es ist etwas kostspielig, wie ich sagen würde, aber um euch den Preis zu generieren, wer rechnen kann? Nein, das sagen wir nicht. Man spricht nicht über Preise. Ach so. Ich habe 10 Jahre dafür gespart. Ja. Jeden Tag 1 Euro. Ja. Das könnt ihr euch ja mal ausrechnen. Das war's, ne? Ja. Wir wünschen euch ein gutes Nächtle. War das wirklich schon alles? Ja, ich habe nichts mehr. Ach, wie schade. Also wir haben den blöden Scholz gehabt. Unser Pimmel geht. Oh, heute die Kinderwagen, aber die brauchen wir nicht erwähnen, oder? Ja, habe ich kurz überlegt, aber ich wollte dich jetzt auch nicht. Ich habe dich ja verteidigt. Nee, das ist. Der wollte mich schlagen. Der wollte mich nicht schlagen, ich habe es nicht gehört. Und ich darf ja nicht, weil ich bin ja noch auf Bewährung. Ich darf mich ja nicht mal wehren. Ja, aber ich habe mich gewehrt für dich. Ich habe es ja nicht mehr. Ich war ja schon bei Edeka, da hast du immer noch mit ihm geschimpft. Ja. Mit diesem. Der hat auch nichts mehr gesagt dann. Nee. Und in der Gruppe sind sie immer stark, weißt du ja. Selbst schmierige Väter aus Havestehude mit Burberry-Jacken und. Segelschuhen machen dann auf dicke Welle. Ja, aber nachdem ich ihn als Puffdür bezeichnet habe, hat er nichts mehr. Siehst du, da wusste nämlich nicht, was das bedeutet. Liebe Kinder, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche in alter Frische. Ja! Und dann haben wir wieder vielleicht bestimmt was Tolles zu erzählen. Was Tolles zu erzählen, bestimmt. Ein schönes Wochenende. Tschüss. Ne? Habe ich jemanden vergessen zu erwähnen? Nein. Nein. Hattest du Hanna? Anna. Anna von vorne wie von hinten. Ja, großartig. Was Francesco, ja, hab ich alle. Ja. Tschüss, ne? Wir sehen uns Montag in der Firma. Tschüss.